Städte mittlerweile reduzieren momentan schon ihre Maschinen, die rein dürfen, mit den Emissionswerten. Das wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Das ist also auch für den Kunden der Vorteil, der wirklich mal in Projekte an Feiertagen, an Sonntagen arbeiten muss in der Stadt, der wird damit kein Problem haben. Weil der Geräuschlevel ist, glaube ich, weniger als von jedem Mofa, was wir auf der Straße hören, vielleicht sogar beim vorbeifahrenden Fahrrad. Tolle Geschichte für die Zukunft. Unser Job als Hersteller ist es jetzt, die Maschine so serienreif vorzubereiten, dass wir damit in anderthalb, zwei Jahren spätestens in Serienfertigung gehen.